Neben mir hockt jetzt so per Zufall Patricia Gas, eine der absolut erfolgreichsten französischen Sängerinnen. Patricia Gas, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit finden und Sie reden sogar Deutsch. Mega Glück für mich. Gut. Also warum? Schweizerdeutsch nicht. Doch, wieder schauen, das kenne ich, aber sonst nicht so viel. Ja, da haben Sie mir schon mehr voraus als ich im Französisch. Das ist schon mal super. Jetzt, das ist ja Ihr einziges Konzert vorläufig jetzt in der Schweiz. Warum haben Sie Ja gesagt zu dieser Anfrage Zermatt Unplugged? Ich glaube, es ist Ihr erstes Mal. Das ist ja doch ein bisschen ein Unterschied zum Beispiel zum Zürcher Hallenstadion. Ein ganz anderes Publikum. Was war der ausschlaggebende Grund für ein Ja? Oh, wir waren auf Tour und folgendes Jahr noch und ja, so Unplugged Show wollte ich immer schon machen und da, es ist nicht nur ein Konzert in der Schweiz, es ist ein Konzert, ein One-Shot irgendwie, wie man das so auf Englisch sagt. Und ich freue mich darauf. Wie gesagt, vielleicht bin ich ein bisschen, ich habe sonst nie Lampenfieber, aber ich muss sagen, ich bin da ein bisschen schon, aber das gehört ja dann auch zum Spaß und was den Leuten wird es auch bestimmt gefallen, dass ich diese Angst ein bisschen habe und das sind die Gründe eigentlich. Jetzt eben, Unplugged ist ja was, das findet in unserer heutigen Zeit nicht mehr so viel Beachtung. Wie bereitet man sich davor? Da geht es ja dann wirklich darum, dass die Band auch gut miteinander funktioniert. Habt ihr da auch wieder geprobt, euch zusammengesetzt und da extra ein Programm zusammengestellt? Also wieder geprobt. Wir haben geprobt, weil ich habe auch eine neue Band und deshalb sage ich, es ist ganz neu. Es wurde extra speziell für dieses Festival einstudiert und Unplugged gibt es vielleicht weniger, auch weil es gibt viele Artisten heutzutage, die so ein bisschen Unplugged, das ist auch eine Musik, die ich gerne habe, wie Benjamin Clementine oder sind Artisten, die, ja, das, deshalb, man macht eigentlich auch ein bisschen Akustik schon in seiner eigenen Show. Jetzt, dass es so ein Festival gibt, das finde ich toll, weil das gibt es nicht, glaube ich. Und ich finde es gut, weil es lässt viel Platz für die Stimme. Ich bin sehr neugierig ist vielleicht nicht das Wort, aber excited, erregt für das Konzert heute Abend, ja. Jetzt, die Leute kommen natürlich wegen Ihnen. Sie haben viele Fans, die Sie schon jahrelang begleiten auch. Die Leute kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung, wollen Spaß. Was brauchten Sie denn, damit Sie eine gute Zeit auf der Bühne haben vom Publikum? Weil das Schweizer Publikum ist ja nicht immer das Einfachste. Das kann auch sehr, sehr zurückhaltend sein. Boah, in einem Festival sind die Leute meistens ein bisschen mehr. Wie gesagt, ich werde das nach ein, zwei Lieder bemerken und werde versuchen. Oder jetzt, wie gesagt, an Blöck, da braucht man ja auch nicht da aufzustehen und rumzuhupfen. Auch mal angenehm, kann man ein bisschen chillen. Ja, auch mal angenehm. Und ich glaube schon, dass das kein Problem sein wird. Und man muss sich da... Ich glaube, eine Show, das ist der Artist, aber es ist der Artist mit seinem Publikum und so muss es auch sein, dass man sich da, ja, le partage, das teilen und man sich gegenseitig ein bisschen unterstützt und auffängt, genau. Ja, jetzt sind wir beide das erste Mal in Zermatt, ist nämlich auch mein erstes Mal. Ich war total amüsiert, auch nur schon ab den Autos, haben Sie das gesehen, diese lustigen... Diese elektrischen kleinen Busse. Ja, sieht aus so, das sieht man groß daneben aus, muss ich sagen, weil wir hatten vorher über klein und groß. So, neben diesen Autos, da hat man das Gefühl, man ist so wie ein großes Kind und man spielt. Ich finde es sehr angenehm. Jetzt, wie gesagt, es ist kein Schnee auf dieser Höhe, aber ich denke, wenn da jetzt Schnee wäre und Autos, da wäre da alles so batschig und braun und so und so. Und hier muss es sehr, ja. Da bin ich voll mit Ihnen. Schnee haben wir jetzt dann durch und das Wetter ist perfekt. Oben haben wir Schnee, hier unten können wir genießen. Dann entlasse ich Sie jetzt. Sie haben schon ein paar Gespräche hinter sich. Okay. Jetzt noch ein bisschen genießen. Herzlichen Dank. Danke an Ihnen.